Ich bin sehr froh, dass die Stiftung sich bei der virtuellen Akademie einbringen darf, eben auch wie Deutschland sicher im Netz das ja tut. Deutschland sicher im Netz ist für Datensicherheit und die Aufklärung diesbezüglich zuständig und wir sind für Datenschutz und die Aufklärung zum Datenschutz zuständig. Aber bevor ich über Datenschutz und Daten und Selbstdatenschutz spreche, möchte ich vielleicht kurz die Stiftung Datenschutz vorstellen. Es gibt sie schon über ein Jahr, aber sie ist noch bei weitem nicht so bekannt, dass man sie nicht noch einmal vorstellen müsste. Die Bundesrepublik Deutschland hat durch die Bundesregierung Anfang 2013 die Stiftung Datenschutz gegründet. Die hat ihren Sitz in Leipzig und hat zwei große Handlungsthemen. Eine ist die Bildung und Aufklärung zum Datenschutz, zum Selbstdatenschutz, zum Umgang mit den eigenen Daten. Das andere ist die Zertifizierung im Bereich des Datenschutzes, also die unabhängige Überprüfung sicheren Datenumganges in Unternehmen, die zertifizieren lassen. Der Zertifizierungsbereich ist ein eher komplexes Feld. Es gibt in dem Bereich schon einige Zertifikate und Gütesiegel, die sind bloß für die Bürgerinnen und Bürger zum Teil schwerlich auseinanderzuhalten in ihren Kriterien oder zu vergleichen. Dort ist noch relativ wenig Übersichtlichkeit im Markt und wir sind angetreten, dort für Vereinheitlichung und Transparenz zu sorgen und langfristig auch ein eigenes Datenschutzgütesiegel zu entwickeln. Im Bereich der Bildung und Aufklärung wollen wir uns auf alle Gruppen konzentrieren, bei denen das ein großes Thema ist. Dazu gehören aus unserer Sicht vor allem die Internet-Einsteigerinnen und Einsteiger. Das sind Schülerinnen und Schüler, das sind junge Menschen, die ganz früh heutzutage ans Netz herangeführt werden. Das können aber auch ältere Bevölkerungsgruppen sein, die verspätet, erst jetzt, wo das Netz schon zum Alltagsgegenstand geworden ist und zum allgegenwärtigen Kommunikations- und Arbeitsmedium, die erst jetzt einsteigen und eben auch keine große Datenumgangskompetenz mitbringen bei diesem Einstieg ins Netz. Die Stiftung ist noch nicht so groß aufgestellt, wie ich mir das erhoffen würde als Leiter der Einrichtung, denn man hat natürlich viele Projekte, die man sofort anstoßen will, die man ganz schnell angehen will. Und im Aufklärungsbereich besteht ein hoher Bedarf, dass wir parallel vieles gleichzeitig anstoßen würden wollen. Aber da ist natürlich noch ein gewisser Ausbau möglich der Stiftung durch die öffentliche Hand, aber sicherlich auch mit Unterstützung aus Gesellschaft und Wirtschaft. Wir haben schon konkrete Projekte angeschoben. Das ist zum Beispiel die Konzeption eines Aufklärungsprogrammes des sogenannten Datenführerscheins, wie wir es nennen. Aufklärungsprogramm für Schülerinnen und Schüler, mit dem wir sie an die Privatsphäre und deren Schutz, einem sehr komplexen Thema, spielerisch heranführen wollen. Die Umsetzung dieses Programms kann nur in Kooperation mit den Ländern und ihren Einrichtungen erfolgen, denn für Bildung ist in Deutschland ja, die Länder zuständig. Von Verfassungs wegen, deswegen kann auch die Stiftung des Bundes dort nicht einfach aktiv werden. Sie muss die Kooperation suchen und die Umsetzung durch die Länder in den Schulen fördern. Im Bereich der Zertifizierung sind wir dort freier. Das ist ein Thema, was schon länger brach liegt auf Seiten des Gesetzgebers. Es gibt im Datenschutzgesetz eine Norm, die empfiehlt, dass der Bund Vorgaben treffen möge für die Zertifizierung für Siegel im Bereich des Datenschutzes. Aber seit über einem Jahrzehnt ist diese Norm im Bundesdatenschutzgesetz unausgefüllt und es gibt kein besonderes Gesetz, um das Ganze zu spezifizieren und voranzutreiben. Dort treten wir jetzt als unabhängige, neutrale Einrichtung auf den Plan. Wir sind nicht Teil der Aufsicht, wir sind keine Behörde, wir haben keine hoheitlichen Befugnisse. Wir sind aber auch nicht Teil der Wirtschaft, wir sind kein Gewerbebetrieb, der Zertifikate und Prüfungen gegen Gebühren anbietet. Und aus dieser neutralen Mittelstellung wollen wir eben eine Schnittstelle formen, eine Abstimmung zwischen Anbieter und Nachfragen der Wirtschaft im Bereich der Zertifizierung und zur Aufsicht hin eine Abstimmungsschnittstelle bietet. Zusätzlich wollen wir natürlich langfristig die Entwicklung des Datenschutzes befördern, auch als Ideensammler, als Ideengeber, wie man Datenschutz, wie man Datenschutzpolitik, Datenpolitik, wie es viele nennen, mittlerweile, wie man das gestalten kann. Dazu können wir auch Empfehlungen geben, Anregungen entgegen.
wollen schon auch langfristig eine Art Denkfabrik, ich denke, wie man das heute nennt, sein, der eben auch Anstöße gibt. Und dazu auch Forschung zu betreiben, auch empirisch zu schauen, was bewegt die Menschen heute beim Datenschutz oder in Sachen Schutzes ihrer Privatsphäre. Gehen die Vorschriften in die richtige Richtung, die bestehen? Gehen die Pläne in die richtige Richtung, die die Vorschriften reformieren wollen? Und korrespondiert das alles mit der Lebenswirklichkeit der Beteiligten heutzutage? Große Aufgaben liegen also vor uns und wir schauen, wie schnell wir vorankommen und sind da auch offen für Anregungen der Bürgerinnen und Bürger. Deswegen bin ich froh über die heutige Möglichkeit, hier Feedback aus erster Hand von Ihnen zu erhalten. Vielen Dank. Wunderbar. Vielen Dank Ihnen, Herr Richter, schon mal für diese einleitenden Worte. Tatsächlich, Sie haben ein unglaublich weites Feld dort an Aufgaben zu beackern und ich kann Ihnen jetzt auf jeden Fall schon sagen, wir wünschen Ihnen alle viel Glück dabei, dass Sie damit auch möglichst weit kommen werden. Wir haben natürlich auch ein paar Fragen und ich habe direkt vorhin gerade schon gedacht, Sie haben die Abgrenzung zu Deutschland sicher im Netz angesprochen. Deutschland sicher im Netz tatsächlich kümmert sich in allererster Linie um Datensicherheit, das steht im Auftrag drin. Sie kümmern sich um Datenschutz. Wenn wir an dieser Stelle gerne nochmal einsteigen könnten, was ist Datenschutz und was sind eigentlich überhaupt Daten? Gut, es geht immer um den Schutz von Daten, die sich auf Personen beziehen. Also rein technische Daten, Daten, die Maschinen über Prozessinhalte austauschen, wo es keinen Personenbezug gibt, die sind gar nicht geschützt vom Datenschutz. Denn es geht beim Datenschutz, das muss man sich immer wieder klar machen, nicht um den Schutz von Daten, es geht um den Schutz von den Personen, auf die sich die Daten beziehen. Es geht um Persönlichkeitsschutz, es geht um Grundrechte. Deswegen sind die Wurzeln des Datenschutzes liegen viel tiefer als beim Verbraucherschutz, denn wir haben es wirklich mit Verfassungsrechten zu tun, die der Datenschutz schützen will. Wenn es um Persönlichkeitsrechte geht, geht es auch schnell um die Autonomie und die Selbstbestimmung, um die Handlungsfreiheit. Das ist der Kern des Datenschutzes. Das ist immer wieder zu betonen. Wenn man abgrenzen will, Datenschutz zu Datensicherheit, dann findet man viele Schnittstellen, wo das nicht einfach ist. Im Grundsatz kann man sagen, beim Datenschutz geht es um den Schutz vor zu viel Daten und bei Datensicherheit geht es um den Schutz der vorhandenen Daten gegen Angriffe von außen, gegen Zugriffe von Hackern, illegale Zugriffe. Und deswegen betrifft zum Beispiel der Bereich Passwortschutz die Datensicherheit. Denn da geht es um Daten, die vorhanden sind und die will man schützen gegen Angriffe von außen. Beim Datenschutz und noch mehr beim Selbstdatenschutz geht es um den Umgang mit den Daten in eigener Sache. Also was gebe ich von mir preis? Wie gehe ich damit um? Was dürfen andere sammeln an Daten, die ich preisgegeben habe oder die sie aus allgemein zugänglichen Quellen, öffentlichen Stellen zusammentragen? Wie dürfen sie damit umgehen? Die Bereiche Datenschutz und Datensicherheit schwimmen auch an manchen Punkten, wo nicht immer ganz klar ist, welchem der Bereiche kann ich es zuordnen. Deswegen ist es schon sinnvoll, wenn man das im Verbund angeht, wie hier zum Beispiel mit Deutschland sicher im Netz zusammen oder auch mit dem BSI, das BSI, das Bundesamt für die Sicherheit in der Informationstechnik, eine ganz hervorragende Seite, BSI für Bürger nennt die sich, wo es um Datensicherheit geht. Da geht es um ganz gute Tipps für Passwortschutz und Ähnlichem. Und wir weisen auch auf diese Tipps hin auf unserer Homepage, denn wenn wir sagen, wir kümmern uns nur um Datenschutz und nicht um Datensicherheit, dann würde das außen nicht verstanden werden und es wird auch erwartet, dass wir auch auf die anderen Bereiche hinweisen. Jawohl, vielen Dank. Tatsächlich, also diese Unterscheidung, die wollen wir eben auch hier im Seminar treffen. Wir werden, das kann ich schon vorankündigen, wir werden mit dem Geschäftsführer von Deutschland sicher im Netz, mit Dr. Michael Littger, werden wir in der kommenden Woche, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe, am Dienstag sprechen, zur gleichen Zeit, 17 bis 17:45 in einem ähnlichen Format. Soweit also der kleine Werbeblock sozusagen vorab. Herr Richter, die Stiftung ist ja politisch gewollt und gab es irgendwie ein bestimmtes Thema, ein bestimmtes Ereignis, warum die Bundesregierung in dem Fall überhaupt drauf gekommen ist, diese Stiftung einzurichten? Und wie ist das vonstatten gegangen? Also es gibt oftmals Handlungen der Exekutive und auch der Legislative, die konkrete Ursachen haben. Das kann man dann negativ als skandalgetriebene Politik ansehen. Man kann es aber auch als
praxisnahe Politik ansehen. In unserem Fall gab es kein konkretes Ereignis, keinen Kristallisationspunkt, ab dem man gesagt hat, jetzt brauchen wir eine Stiftung Datenschutz. Es ist eher eine langfristige Entwicklung. Im Zertifizierungsbereich habe ich es bereits angesprochen. Die Norm dazu, die Grundnorm im BDSG, liegt seit 12, 13 Jahren brach. Es passiert dort einfach zu wenig an Vereinheitlichung. Und im Aufklärungsbereich haben wir einfach eine Dauerentwicklung, dass der Bedarf an Aufklärung stetig steigt, die Technik schreitet stetig voran, die Geschwindigkeit der Entwicklung läuft der Gesetzgebung immer mehr weg. Sprich, dass der Gesetzgeber mit Gesetzen und Normen und Vorgaben auf technologische Entwicklung, auf technische Entwicklung im Bereich des Datenumganges in der Online-Welt reagieren kann. Diese Chance wird immer kleiner. Deswegen muss man eben andere Wege suchen. Und da kann man sagen, eine unabhängige Stelle, die mithilft, mehr Aufklärung zu betreiben, ist dort ein guter Weg. Die Aufsicht hat andere Aufgaben. Sie kümmert sich auch um Aufklärung, das ist richtig. Sie hat aber vor allem die Beaufsichtigung der Einhaltung des Datenschutzrechts im Blick. Und die Wirtschaft wird von vielen nicht als so neutral wahrgenommen, dass dort die Aufklärung aus unabhängiger Hand kommt. Deswegen hat man gesagt, man nimmt eine Stiftung des privaten Rechts, gespeist aus öffentlichen Mitteln, die als neutrale Einrichtung beides vorantreibt. Gut, und was ist Ihr Eindruck nach dieser recht kurzen Zeit ja der Einrichtung? Sind Sie auf einem guten Weg oder stellt Ihnen die Politik jetzt eigentlich eher wieder, legt die Ihnen Steine in den Weg? Der Start war nicht einfach im Jahr der Bundestagswahl. Das muss man schon sagen. Neue Einrichtungen haben natürlich immer erst eine gewisse Selbstrechtfertigung zu bestehen. Es gibt Stimmen, die sagen, es gibt doch schon die Aufsicht, es gibt doch schon diverse Aufklärungseinrichtungen in den Ländern, es gibt viele andere Initiativen. Bloß dazu sage ich, das Ziel ist so groß, eine möglichst aufgeklärte Bevölkerung in Sachen Datenumgang zu erzielen, dass mehr Akteure dort auch mehr Ergebnis erzielen können. Deswegen glaube ich nicht, dass es falsch ist, wenn ein weiterer Player mit der Stiftung das Feld betritt und für das gleiche Ziel der Aufgeklärtheit im Datenschutz streitet. Es ist natürlich mit der Begeisterung bei der Politik immer so eine Sache, denn Aufklärung braucht auch Mittel, um aufzuklären. Wir brauchen natürlich Personal, um unseren Aufgaben nachzukommen, den Aufgaben, denen uns unsere Satzung, die die Bundesrepublik verabschiedet hat, aufstellt und um den Erwartungen, die aus der Politik an uns adressiert werden, nachkommen zu können. Im Bereich des Datenschutzes ist auch in den Ländern eine Personalausstattung oftmals nicht so breit, wie sich das die Landesdatenschutzbeauftragten wünschen. Und auch bei uns ist es so, dass uns natürlich sicherlich noch Personal fehlt für die großen Aufgaben. Aber ich sage mal, wir müssen klein anfangen, um überhaupt anzufangen. Wir können nicht sagen, wir warten erst, bis die Politik uns größer aufstellt von der Struktur her und dann fangen wir an, unsere als wichtig erachteten Aufgaben zu erfüllen, sondern wir fangen jetzt klein an und zeigen dann durch unsere Konzepte, dass es eine gute Idee ist, auch für die folgende Bundesregierung uns zu fördern. Das werden sicherlich auch alle Teilnehmer hier unterschreiben, dass wenn wir Das hier hoffe ich. ja auch alle die nächste Bundesregierung mit wählen werden, dass wir da auf dieses Thema ganz besonders schauen werden, wer das also im Einzelnen verfolgt. Werden wir ein bisschen konkreter zu Ihrer Arbeit in der Stiftung. Sie haben vorher schon auch erwähnt, Sie bringen heraus, dass das sogenannte Datenschutzsiegel, die Zertifizierung dort. Erzählen Sie uns darüber ein bisschen mehr, was Sie dort eigentlich ganz konkret machen. Also wir gehen zurzeit in einem dreistufigen Plan vor. Zunächst wollen wir das, was als größtes Problem zurzeit besteht, die Unübersichtlichkeit des Gütesiegel- und Zertifizierungsbereichs angehen, indem wir eine Übersicht erstellen, die wahrscheinlich noch im Mai auf unserer Homepage veröffentlicht werden wird, zu den in Deutschland zurzeit bestehenden Zertifizierungen und Gütesiegelungen im Datenschutz. Das sind nicht so unglaublich viele. Aber selbst Fachleute haben Schwierigkeiten, dort einen Überblick zu erhalten. Deswegen setzen wir uns mit Fachleuten in unseren Arbeitsgruppen hin und erstellen zurzeit diese Übersicht.
über den Zertifizierungsmarkt. Es ist im Bereich der Zertifizierung ein großer Bedarf schon festzustellen bei der Zertifizierung von Cloud-Anwendungen, von Auftragsdatenverarbeitung. Also überall, wo Unternehmen Datenverarbeitungsprozesse auslagern mit personenbezogenen Daten, dort bleiben sie verantwortlich für die Gesetzestreue dieser Datenverarbeitung, müssen das Ganze überprüfen und möchten natürlich gerne auf unabhängige Beurteilung dieser Dienstleister, die sie dafür heranholen, trauen können. Und dann schauen Sie nach Zertifizierung im Bereich des Datenschutzes und dann sehen Sie eben einen relativ unübersichtlichen Markt. Die öffentliche Hand mischt dort auch mit. Aus dem Land Schleswig-Holstein, das unabhängige Landeszentrum für Datenschutz, eine Behörde, hat ein eigenes Zertifizierungssystem. Das ist aber beschränkt auf das Land Schleswig-Holstein, was das Ganze bei einer bundesweiten, bei einer nationalen Betrachtung auch nicht gerade übersichtlicher macht. Dann kommt noch die europäische Ebene dazu. Die Datenschutzgrundverordnung war ja die ganzen letzten Monate, besser gesagt die letzten 2 Jahre, ein großes Thema im Bereich der Datenschutzpolitik. Nach dem Motto, kriegen wir jetzt schnell eine europäische Vereinheitlichung des Datenschutzrechts oder nicht? Ein zähes Ringen, was noch lange nicht zu Ende ist und durch die Europawahlen weit in die Länge gezogen wird. Das sind alles Sachen, die wir im Bereich der Datenschutzzertifizierung beachten müssen. Mittelfristig wollen wir also als zweiten Schritt nach der Übersicht zur Transparenzherstellung, werden wir einen Mindeststandard für Gütesiegel im Datenschutz aufstellen. Gütesiegel und Zertifikate, die es gibt, in einem Anerkennungsverfahren anerkennen. Dass also die, die einen Mindeststandard erfüllen, der auch mit den Aufsichtsbehörden dann durch uns abgestimmt sein wird, dass die damit werben können, wir erfüllen diesen Mindeststandard, wir bieten hier ein verlässliches Zertifikat, auch für Verbraucherinnen und Verbraucher und können dann damit werben, anerkannt von der Stiftung des Bundes, anerkannt von der Bundesstiftung Datenschutz. So stellen wir uns dieses Anerkennungsverfahren und den Mindeststandard vor. Langfristig werden wir dann ein eigenes Datenschutzgütesiegel entwickeln und in den Handel bringen. Das ist weniger ein Zertifikat im herkömmlichen Sinne. Zertifikat im herkömmlichen Sinne bestätigen vor allem die Einhaltung des geltenden Rechts, also eine Art Compliance-Bestätigung. Gesetzeskonformität wird damit bescheinigt. Nun wollen ja aber Verbraucherinnen und Verbraucher nicht nur wissen, wird das Gesetz eingehalten, gehen die meisten eigentlich aus, dass alle Unternehmen, die mit personenbezogenen Daten umgehen in Deutschland, seriöse Unternehmen auch das geltende Recht einhalten. Nun kann man da aber natürlich Spielräume nutzen. Man kann besonders viel Aufwand treiben oder man kann ein Mindestmaß erfüllen. Und da sollte aus unserer Sicht ein besonderer Aufwand zum Schutz von Kundendaten, von Interessentendaten, von Mitarbeiterdaten honoriert werden, durch ein Gütesiegel zum Beispiel. Und das kann dann heißen, dass hier Ihre Kundendaten in besonders guten Händen sind, bei dem, der dieses Gütesiegel der Stiftung Datenschutz trägt. Ob das dann deutsches Datenschutzsiegel heißt oder Stiftungssiegel oder von der Stiftung Datenschutz, das werden wir noch sehen. Das ist auch ein weiter Weg, denn damit es ein verlässliches und allgemein anerkanntes Gütesiegel wird, sind viele Hürden im Entstehungsprozess zu nehmen. Viele Akteure müssen wir mitnehmen, vor allem das Ganze mit der Datenschutzaufsicht abstimmen. Das ist kein Prozess, der sich innerhalb weniger Monate machen lässt. Deswegen muss ich da, was den Zeitplan betrifft, Frage kommt oft, wann kommt denn das eigene Gütesiegel, noch etwas vertrösten und kann auch schwerlich seriös Monatsangaben machen, wann wir denn damit kommen wollen. Anvisieren kann man vielleicht das kommende Jahr. Das hängt auch davon ab, wie sehr die Politik uns fördert, wie sehr die Große Koalition Stiftung Datenschutz fördert, um dort schnell vorankommen zu können. Ja, Sie hatten neulich auf einer Veranstaltung ja auch mit Christian Lindner, dem FDP-Bundesvorsitzenden, über diesen ganzen Themenkomplex gesprochen. Ich erinnere mich da auch an die Diskussion rund um den Standortvorteil für sichere Daten, für Datenschutz in Europa bzw. in Deutschland. Also kann ein solches Siegel seinen Beitrag leisten, um tatsächlich hier einen Standortvorteil für entsprechende Anbieter in Deutschland bzw. auch klar, das Internet in der globalisierten Welt, dort kann das dort einen Standortvorteil mitbringen?
So wie Made in Germany, also dieses Siegel in dieser Art und Weise. Also das wollen wir auf verschiedene Wege angehen. Da eine Bewusstseinsumkehr klingt etwas hochtrabend, eine etwas verschobene Sicht der Dinge herzustellen. Der Datenschutz wird heute oft als Hemmschuh, als Bremsklotz, als nerviges Beiwerk empfunden von leider immer noch vielen Unternehmen. Der Datenschutz hat kein gutes Image in Teilen der Wirtschaft. Und das auch zu ändern, ist auch eine unserer Aufgaben. Und da kann man natürlich appellieren, da kann man verfassungspolitisch argumentieren, man kann das Ganze aber auch ökonomisch angehen, indem man sagt, seht mal, die Bevölkerung wird immer mehr sensibilisiert auf den Wert von Privatsphäre. Sie wird einerseits sensibler durch Meldungen, über Aussperraktionen, durch Überwachungsaktionen von Geheimdiensten, von Unternehmen aus Übersee. Und sie fragt nach, was tut ihr mit meinen Daten und geht ihr mit meinen Daten gut um? Daraus kann dann ein werbendes Argument gemacht werden, wenn Unternehmen mit einem verlässlichen Datenschutzgütesiegel werben können, was von einer unabhängigen und anerkannten Einrichtung verliehen wird, dann kann das ein Wettbewerbsvorteil sein, nicht nur in Deutschland, sondern auch im internationalen Vergleich. Das reicht oftmals nicht aus. Es wird immer gern das Beispiel Facebook und StudiVZ angeführt. StudiVZ wurde 2008 von der Datenschutzaufsicht kritisiert, hat sich dann 2009 unabhängig zertifizieren lassen vom TÜV, ist heute Geschichte. Aber nicht, weil es zertifiziert war oder weil es Datenschutz ernster genommen hat als der große, berühmte Konkurrent aus Kalifornien, sondern weil einfach ein Masseneffekt einsetzte, dass irgendwann alle bei Facebook waren und alle natürlich in einem sozialen Netzwerk dort sein wollen, wo die Vernetzung am größten ist, wo also die meisten potenziellen Freunde, Bekannten oder Kontakte sich tummeln und nicht da, wo sich nur ganz wenige aufhalten, wo aber der Datenschutz ganz wichtig ist. Es ist also nicht immer einfach zu sagen, hier sind die Daten in guten Händen, geht bitte hier hin. Es ist nicht möglich, solche Empfehlungen auszusprechen und dann zu hoffen, dass auch die Internetnutzerschaft das so einfach beherzigt. So einfach ist es nicht, aber Datenschutz ist ein wichtiger Baustein und kann ein Wettbewerbsfaktor werden. Das sieht man im Bereich des Cloud Computing schon heute. Wir haben ja große Cloud-Anwendungen von Amazon, die werden auch von Apple genutzt. Und wir haben dort immer die Diskussion, was für Hintertüren gibt es für US-Geheimdienste in den amerikanischen Clouds. Da ist die Überprüfung durch deutsche Zertifizierer, durch die deutsche Datenschutzaufsicht, erst recht durch Verbraucherinnen und Verbraucher, schwer bis unmöglich, Tendenz zu unmöglich. Dort können deutsche Anbieter von Cloud-Diensten ganz klar punkten. Wenn sie sagen, wir machen einen Cloud-Dienst, also einen Dienst, wo der Speicherort der Daten dezentral ist, man weiß als Nutzer nicht, wo sind die Daten konkret gespeichert, sind nicht auf meinem Rechner. Aber man kann natürlich als Anbieter damit punkten, wenn man sagt, dieser Rechner steht in der EU oder gar in Deutschland und wir können nachweisen, dass Datenschutz und Datensicherheit, also der Umgang mit den Daten durch den Anbieter und der Schutz der Daten gegen fremde Übergriffe, dass der gewährleistet ist und dass das kontrolliert ist mittels eines Zertifikats. Also in dem Bereich Cloud Computing, in diesem Bereich der Auftragsdatenverarbeitung, ist das schon ein großes Thema, Datenschutz als Wettbewerbsfaktor. Und wir wollen daran arbeiten, dass das auch ganz allgemein so angesehen wird. Ja, sehr gut. Jetzt haben Sie angesprochen, Datenschutz natürlich auch als gutes Argument, den ein oder anderen Dienst zu nutzen oder eben auch nicht zu nutzen. Das hängt natürlich auch immer vom Einzelfall dann ab. Jetzt würde mich aber da dann auch einfach mal interessieren, überhaupt, wie reagieren die Nutzer im Internet in den gerade letzten Monaten auf die gesammelten Datenschutzskandale, sage ich jetzt mal. Das Thema ist sehr präsent. Können Sie dazu eine Aussage treffen, ob sich bei den Teilnehmern oder bei den Nutzern im Internet, bei den Teilnehmern hier im Seminar sowieso, die informieren sich drüber, aber ob die Nutzer im Internet tatsächlich auch ihr Verhalten geändert haben und heute eher zu solchen Diensten gehen, um diesen Vorteil des Datenschutzes, der sicherlich nicht alleine zählt, aber vielleicht ein bisschen mit ins Gewicht fällt bei der Auswahl von Diensten, wird das mehr genutzt? Gibt es da eine Bewusstseinsumkehr?
Also das ist ein ganz langsamer, komplexer Prozess. Das ist nichts, was von heute auf morgen passiert. Es gab ja das Thema, dass WhatsApp von Facebook gekauft wurde und daraufhin viele WhatsApp-Nutzer gesagt haben, das gefällt uns nicht. Denn bei Facebook mussten wir bislang noch unsere Telefonnummer nicht verifizieren. Bei WhatsApp ist sie verifiziert, sonst würde der Dienst nicht funktionieren. Und Facebook kauft sich jetzt einfach meine Telefonnummer, indem es WhatsApp sich einverleibt. Da haben viele gesagt, das gefällt mir nicht, diese Verknüpfung, diese weitere Zusammenführung von vielen persönlichen Daten und haben WhatsApp den Rücken gekehrt. Wir sprechen da von knapp 100.000 Nutzern. Das klingt beachtlich, wenn man aber die Zahl von 20 bis 30 Millionen Nutzern von WhatsApp in Deutschland gegenüberstellt, kann man das als breite Bewusstseinsumkehr oder konkrete Verhaltensänderung noch nicht sehen. Es ist ganz wichtig zu erforschen, auch für uns, wie ist die Sicht der Nutzerinnen und Nutzer wirklich auf das Problem? Wird es als Problem angesehen und wenn nein, warum nicht? Wir haben dazu eine eigene Umfrage, eine repräsentative Umfrage im vergangenen Herbst durchführen lassen und haben gesehen, das Thema Privatsphäre ist den Leuten nach wie vor wichtig. Die Mehrheit durch alle Altersgruppen sagte, Privatsphäre ist mir nach wie vor wichtig. Und dann haben wir das dort herausbekommen, was auch vor uns und nach uns Umfragen herausbekommen. Aber die Verhaltensänderung ist damit noch nicht verbunden. Und das ist letztlich etwas, was man Privatheitsparadoxon, manche nennen es so, dass also die Erkenntnis da ist, die Privatsphäre ist wichtig, die Privatsphäre ist gefährdet, aber die Verhaltensänderung bleibt aus. Also sprich, ich sage, meine Privatheit ist wichtig, ich tue aber konkret wenig dafür. Das kann mehrere Gründe haben. Das kann zum einen heißen, ich kenne die Gefahren nicht. Ich sage mir, was soll schon passieren? Ich glaube, es wird nichts konkret passieren. Und zum anderen kann es heißen, ich kenne die Möglichkeiten nicht, etwas zu ändern. Nach dem Motto, was soll ich denn tun? Das bringt doch alles nichts. Die NSA kann doch sowieso jede E-Mail lesen. Und beides sind natürlich gefährliche, fatalistische Tendenzen, wo wir gegen anarbeiten wollen. Es gab von der GfK, einem großen Umfrageinstitut, eine Erhebung im November 2013. Da haben auch 70% gesagt, sie sorgen sich um die Privatsphäre. Und im April dieses Jahres hat die GfK nochmal gefragt, 77% haben ihr Verhalten aber nicht geändert, haben sie dann in der Folgeumfrage gesagt. Wenn man dann bedenkt, eine andere Umfrage, dass 40% der 6- bis 7-Jährigen regelmäßig das Internet nutzen und 20% der 6- bis 7-Jährigen auch ein Smartphone benutzen, wird man sich gewahr, wie früh man ansetzen muss mit der Sensibilisierung, was Privatheit betrifft. Denn ich kann auch als Sechsjähriger schon auf einem Smartphone wischen und drücken und da passieren ganz viele Sachen. Und ich weiß aber nicht, was ich dort mit Privatsphäregefährdung zumindest potenziell auslösen kann. Das zeigt also, Aufklärungsbedarf besteht nach wie vor. Die Leute wissen oft nicht, was sie tun können. Manchmal ist es ja auch nicht einfach, etwas zu tun und einen vollständigen Schutz gegen einen gezielten NSA-Angriff auf meine Person, den wird man auch nur sehr schwer führen können, diese Verteidigung, wenn überhaupt. Nun ist das ja aber nicht der Regelfall, dass sich die NSA Leute rauspickt. Zum Teil muss man auch mit als Gemeinschaft, die stark ist, arbeiten. Wenn zum Beispiel eine konsequente E-Mail-Verschlüsselung genutzt wird, dann ist die auch nicht knackbar. Das System Political Privacy ist nach Expertensicht nicht geknackt von der NSA. Die NSA arbeitet ja auch nicht mit einem Presslufthammer, der durch die gut gepanzerte Eingangstür eines Rechners geht, sondern sie geht ja hintenrum. Baut eben Hintertüren ein, sie schleust Schadsoftware, die getarnt ist, ein und hat es dann viel leichter. Also kommt einfach als trojanisches Pferd ins Haus oder auf den Rechner. Und nicht mit Gewalt. Wenn aber nun die Mehrheit der Nutzer für ihre E-Mails eine starke Verschlüsselung nutzte, dann wäre das Massenauslesen von E-Mails kaum noch mit einem darstellbaren Aufwand ökonomisch machbar. Kann man darüber diskutieren, ob es notwendig ist, jede E-Mail zu verschlüsseln. Ich denke persönlich auch nicht,
dass das, solange es so umständlich ist wie heute, sein muss, aber bei sensiblen Mails kann man schon erwägen oder sollte man erwägen, eine Verschlüsselung zu nutzen. Gut, Herr Richter, jetzt würde ich gerne noch auch die ein oder andere Frage aufnehmen, die wir über Ja, den gerne. Videochat hier unten dran gestellt bekommen, beziehungsweise die ich auch im Forum hier vorliegen habe. Dazu zwei Fragen von Frau Steinl, die auch gerade hier im Textchat dann schon sich eingeklinkt hat. Da ist einmal, das schließt nämlich auch gerade an Ihre Ausführungen gerade eben an, wie bewegt man Menschen dazu, sich mit dem Thema Datenschutz auf persönlicher und politischer Ebene kritischer auseinanderzusetzen? Also Sie haben vorher gesagt, früher sensibilisieren, ja, das auf jeden Fall. Was kann man noch darüber hinaus tun, ganz konkret? Also allgemeine Appelle reichen oft nicht aus. Man muss doch auch mit krassen Beispielen arbeiten. Ich sehe das bei dem Programm Datenschutz geht zur Schule vom Berufsverband der Datenschutzbeauftragten, wo ehrenamtlich betriebliche Datenschutzbeauftragte in Schulen gehen und dort den Jugendlichen ganz klar vor Augen führen, was passieren kann, wenn Standards, wenn gute Standards in Sachen Datenschutz und Datensicherheit nicht eingehalten werden. Klassisches Beispiel ist der Hack auf die Webcam. Sie haben ja wahrscheinlich die meisten von Ihnen, die jetzt vor Ihrem Rechner sitzen, wie auch ich hier vor diesem Notebook hier eine Kamera oben. Die hat auch eine Lampe, die indiziert, dass die Kamera läuft, also scharf geschaltet ist sozusagen und Bilder aufnimmt. Aber natürlich ist es ein leichtes für jemanden, der meinen Rechner gekapert hat, sowohl den Indikator, das Licht abzuschalten, als auch die Kamera einzuschalten und mich dann zu beobachten. Das ist noch kein Massenphänomen, aber es gibt diese Fälle und für versierte, bösartige Hacker, es gibt ja die guten Hacker, die auf Schwachstellen aufmerksam machen wollen und dann die bösen Hacker, die es wirklich kriminell nutzen wollen, solche Möglichkeiten, die technisch bestehen. Und es gibt diese Fälle eben. Und da wird dann in den Schulen auch ganz klar mal gezeigt, was passieren kann. Da haben wir übrigens auch was für entwickelt und zwar. Siehst du, ich halte es mal vor die Kamera. Das ist, wenn Sie nicht den ganzen Tag skypen und Ihre Kamera nutzen, dann machen Sie sie einfach zu. Funktioniert bestens. Es funktioniert, Eines wie man der sieht. ganz wenigen Mittel, die definitiv und hundertprozentig funktionieren, haben wir vorher schon vor diesem Chat festgestellt, ja. Richtig, richtig. Es ist natürlich so, dass das ist eher ein Punkt der Datensicherheit. Ne? Wie sicher ist meine Privatsphäre am Rechner gegen Zugriffe von außen? Denn das, was ich anhabe, wenn ich vor dem Rechner sitze, das ist ja ein personenbezogenes Datum, streng genommen juristisch, nämlich eine Einzelangabe über eine Begebenheit, die meine Person betrifft. Und diese Einzelangabe, was habe ich an? Wie sitze ich vor meinem Rechner? Das will ich gesichert haben. Das ist also ein Punkt der Datensicherheit. Ein Punkt des Datenschutzes ist es dann, was gebe ich von mir preis? Was stelle ich denn ins Netz? Und um nochmal kurz in diesem Beispiel zu bleiben, Datenschutz geht zur Schule. Dort wird dann geguckt von den Referenten, die die Vorträge halten, vorher, bevor sie die Schulklassen besuchen, was kann ich denn bei Facebook oder anderen sozialen Netzwerken über die Leute herausfinden, die ich dann da treffe in der Schule? Dann suchen die sich einfach ohne Hackermethoden ganz legal oder auch mit gefakten E-Mail-Konten, also als Katze 2.0 oder so, loggt man sich dann ein, will sich mit einer Schülerin, die man dort aus der Klasse, aus der Liste, die die Schule zur Verfügung gestellt hat, von der man weiß, dass man sie in dieser Schulung treffen wird, gibt eine Freundschaftsanfrage an die heraus als Referent. Und oft ist es so, es wird blind auf alle Freundschaftsanfragen geklickt, die da kommen. Und damit sind dann viele persönliche Fotos einsehbar. Und dann wird einfach mal ein halbnacktes Bein mit einem Tattoo drauf gezeigt, was bei Facebook aber ganz klar sichtbar ist für Freunde von Freunden. Und dann wird vor Augen geführt, wie leicht man oder wie leichtfertig man mit seiner Privatsphäre vielleicht nicht unbedingt umgehen sollte. Und das ist eine klare Sache des Selbstdatenschutzes. Da kann man im Verhalten viel ändern bei sich selber. Also man muss mit krassen Beispielen auch arbeiten. Man muss dabei natürlich zugleich, wenn man die Leute mitnehmen will und begeistern will für das Thema Selbstdatenschutz, aufpassen, das nicht als eine Angstmaterie darzustellen, als etwas Datenschutz als
etwas Unangenehmes. Es soll eher um Datensouveränität gehen, also um kundige, sichere, souveräne Internetnutzerinnen und Nutzer, die wissen, wie sie das Netz sicher benutzen können und wie sie sich nicht unnötig Gefährdung aussetzen. Das schützt nicht gegen alle Angriffe, aber damit ist schon mal viel gewonnen. Ja, daran anknüpfend auch eine Frage von Frau Dahm, die habe ich hier jetzt aus dem Forum genommen. Ich lese das einfach gerade mal vor. Für den Durchschnittsmenschen dürfte die Verwendung und der Verkauf seiner Daten zu Marketingzwecken eine größere Rolle spielen als die Ausspähung durch Geheimdienste. Gibt es Möglichkeiten, gegen den Missbrauch eigener Daten zu Marketingzwecken vorzugehen? Ich ergänze jetzt einfach auch mal ganz allgemein auch über Marketingzwecke heraus und gegebenenfalls die Löschung der Daten zu erwirken. Also es geht natürlich dann in dem Moment auch um Daten, die vielleicht auch unbewusst irgendwo abgegriffen werden können. Also nicht wie bei Facebook Daten, die man ja bewusst auch ins System mit einspielt, sondern Daten, die jemand anders letztlich vielleicht dort auch setzt. Also ich kann das gerne auch um den Begriff Cybermobbing dann ergänzen. Was kann man da eigentlich dagegen tun? Was gibt es da für Handhabe? Einerseits gegenüber Unternehmen, andererseits, also für Marketingzwecke, andererseits aber eben natürlich auch, ein Hacker hat die privatesten Bilder vom PC runtergezogen. Was kann man eigentlich dagegen tun? Gibt es da überhaupt was zu tun? Es ist ganz schwierig. Also wenn jetzt Hacker meine Bilddatenbank knacken, dann ist natürlich schon, ich sag mal, dann sind die Daten schon in den Brunnen gefallen. Denn sie dann dem Hacker mit dem Mittel des Rechts wieder zu entreißen, ist nicht einfach. Das sind ja Angriffe aus der Anonymität des Netzes heraus. Dort jemanden zu fassen zu kriegen und dann den Mangel abzustellen, ist ganz schwierig. Deswegen ist ja die Prävention so unglaublich wichtig, dass man eben Datensicherheit betreibt, bevor etwas passiert, bevor ein Hacker Zugriff auf meine Daten erhebt oder bevor ich, was den Datenumgang betrifft, zu leichtfertig agiert habe. Deswegen muss man schon auch in einer nur potenziellen Gefährdungslage schon konkret handeln. Durch gute Passwörter, durch zu wenig, nicht zu große Preisgaben in sozialen Netzwerken. Man muss diesen Appell immer wieder wiederholen. Gegenüber seriösen Unternehmen, bei denen man aber nicht weiß, was sind da für Daten vorhanden und wie kriege ich die Daten da raus, um dagegen anzugehen, dass diese Daten vielleicht verkauft werden, auch wenn das rechtlich zulässig ist. Da stellt das Recht schon Mittel zur Verfügung. Jedermann kann von jedem Unternehmen oder jeder öffentlichen oder nicht öffentlichen Stelle Auskunft verlangen, welche Daten vorhanden sind. Und danach, also betrifft den Paragraph 34 des Bundesdatenschutzgesetzes und im Paragraph 35 des Bundesdatenschutzgesetzes, das sind Normen, die sind seit Jahrzehnten im Gesetz, das ist also gar nichts Neues, diese Instrumente stehen seit jeher bereit, kann ich dann, wenn die Daten falsch gespeichert sind, Berichtigung verlangen. Wenn ich möchte, dass die Daten für eine bestimmte Zeit nicht verwendet werden, kann ich die Sperrung verlangen. Und wenn ich will, dass die Daten überhaupt nicht mehr verwendet werden von dem Unternehmen, kann ich auch die Löschung verlangen. Also die dauerhafte Entfernung von den Speichern des Unternehmens. Die Kontrolle, ob das auch dann ausgeführt wird, die kann ich natürlich als Privatperson nicht vornehmen. Wenn ich da Bedenken habe, dann muss ich mich an die Datenschutzaufsichtsbehörde wenden, also an den Landesdatenschutzbeauftragten oder die Landesdatenschutzbeauftragte, je nach Bundesland, und muss dann sagen, ich habe den Verdacht, dass mein gesetzlicher Löschungsanspruch nicht umgesetzt wird bei dem und dem Unternehmen. Und dann muss die Aufsichtsbehörde das vor Ort prüfen. Das ist ein wichtiger Weg, der muss auch beschritten werden. Wir haben dazu eine Broschüre erstellt. Ich zeige es sicher mal. Die betrifft das Datenschutzrecht und zeigt auch auf, welche Wege es gibt und an welche Stellen ich mich wenden kann, wenn ich Fragen habe zu der Rechtsdurchsetzung. Aber der ganz allgemeine Punkt, der auch aus der Frage spricht und den Sie auch erwähnt hatten, der Wert meiner Daten, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da gilt es auch ganz viel Bewusstsein zu schaffen und zu erweitern. Denn seit Jahren handeln viele von uns, teilweise auch alle von uns, mit unseren Daten. Es ist also überhaupt nichts Neues, wenn jetzt immer mehr Online-Dienste ihre Geschäftsmodelle darauf basieren, mit unseren Daten zu handeln. Das war auch teilweise vorher schon so. Denken Sie an die Payback-Karte, die berühmte. Das ist ja fast schon ein Relikt der Offline-Zeit. Die gibt es ja schon länger als die heutigen Online-Dienste, die so in der Kritik stehen.
Aber bei Payback, um bei dem konkreten Beispiel zu bleiben, da kriege ich Bonuspunkte gegen Daten. Das heißt, ich kaufe mir die Bonuspunkte oder mittelbar die Prämie, gegen die ich die Bonuspunkte einlösen kann, indem ich Details meiner Privatsphäre, nämlich was habe ich wann zu welchem Preis wo gekauft, preisgebe. Das ist ein ganz klarer Handel, das ist eine ökonomische Handlung. Das muss man den Leuten aber immer wieder verdeutlichen, dass das so ist. Und das setzt sich eben heute fort. Das gilt für viele im Bereich des Datenschutzes so ein bisschen als amoralisch zu sagen, da gibt es eine digitale Selbstverwertung mittlerweile. Da handeln Leute mit Daten, da kaufen sie sich Dienstleistungen mit Daten, nämlich die kostenlose Nutzung von Diensten im Internet. Bloß das ist die Lebenswirklichkeit. Und da ist die Frage, kann man das den Leuten verbieten? Will und soll man das den Leuten verbieten? Diese Diskussion wird geführt werden müssen, aber ganz am Anfang müssen wir den Leuten verdeutlichen, dass sie längst mit ihren Daten handeln. Ich habe noch eine Frage hier direkt aus dem Chat, auch nochmal von Frau Steinl. Wir haben jetzt viel über die Bedrohung, sage ich jetzt mal, für den Datenschutz durch Unternehmen unter anderem gesprochen. Gerne würde Frau Steinl wissen, das bezieht sie auch auf die Studie auf der Homepage der Stiftung Datenschutz, inwieweit dort bei allen Altersgruppen die Polizei ja nicht als Gefahr für die Privatheit angesehen wird. Aber das ist ja auch nicht zu vernachlässigen. Auch Strafverfolgungsbehörden greifen ja durchaus in die Privatheit teilweise ein, im einen Staat mehr oder weniger. Inwieweit sieht die Stiftung Datenschutz auch hier ein Handlungsfeld? Nun, wir haben keinen allgemeinpolitischen Auftrag. Also wir werden uns zum Beispiel nicht oder beteiligen uns auch nicht an der Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung, weil es eine rein politische Frage ist, die nichts mit Selbstdatenschutz und Datenschutzaufklärung zu tun hat. Natürlich können wir Fragen dazu beantworten, aber beziehen dazu keine Stellung im politischen Raum, weil das einfach nicht unser Auftrag als privater Stiftung ist. Was die Umfrage zeigt, ist, glaube ich, schon, dass da ein größeres Vertrauen doch in die deutsche Strafverfolgung vorherrscht, ein größeres Vertrauen, als man manchmal denkt. Denn wenn ich weniger Datenmissbräuche aus dem öffentlichen Bereich befürchte, heißt das ja, dass ich dem öffentlichen Bereich, was den Datenumgang betrifft, mehr traue als anderen Stellen. Ich finde das in gewisser Weise auch beruhigend, denn ich sehe auch bei vielen, dass man einem Unternehmen aus Kalifornien, dessen handelnde Person man überhaupt nicht kennt, dessen rechtliches Umfeld man überhaupt nicht kennt, so es überhaupt Regularien von staatsseitig dafür gibt, für den Datenumgang dort, dass man dem mehr vertraut als einer deutschen Behörde, die ja doch einer relativ hohen Kontrolle unterworfen ist. Das finde ich dann teilweise bedenklich. Natürlich gibt es auch Datenmissbrauch in deutschen Strafverfolgungseinrichtungen, denn überall, wo Menschen arbeiten, können auch Fehler passieren oder auch Missbräuche sein. Aber ich glaube, dass das hiesige Recht hat schon ein relativ engmaschiges, einen engmaschigen Boden, wo nicht unbedingt so viele Fehler oder Missbräuche durch geschehen können. Vielleicht ist das eine Erklärung für diesen Wert, den wir in der Umfrage festgestellt haben. Frau Steinl sagt auch am Schluss ihrer Frage, fragt dort auch, ob diese Einschätzung vielleicht damit zusammenhängt, dass der Einzelne meint, die Einschränkung der Privatheit durch Strafverfolgungsbehörden betreffe ihn normalerweise auch nicht. Kann das auch damit zusammenhängen, so von wegen, das ist eigentlich immer auch der alte Satz, ich habe doch nichts zu verbergen und alle anderen sind kriminell, nur ich nicht? Kann es Ja sein, dass gut, es damit auch zusammenhängt, dass man dort das größere Vertrauen hat, ja? das ist natürlich, da ist man wieder bei der Haltung, dass man denkt, dieses Datum zu meiner Person, das interessiert doch keinen, und selbst wenn, dann habe ich daraus nichts zu befürchten. Nun gibt es aber doch auch die Erkenntnis, dass kein Datum belanglos ist, sobald es sich verknüpfen lässt mit anderen Daten zu einem Profil. Und insofern ist natürlich das bedenklich zu sagen, ich habe nichts zu befürchten, weil alles, was ich einzeln von mir preisgebe, ist für sich betrachtet belanglos und lässt keine Rückschlüsse auf meine Person zu. Aber im Verbund, im Profil, wird das Ganze natürlich dann interessant und lässt Rückschlüsse auf meine Person zu.
Und das gilt natürlich für den öffentlichen Bereich genauso. Wenn eine Behörde unkontrolliert über Daten über mich sammeln darf und die verknüpfen darf, dann weiß dort der Staat mehr über mich als die freiheitliche demokratische Grundordnung und der Grundrechtskanon unserer Verfassung dafür vorgesehen hat. Dann wird die informationelle Selbstbestimmung untergraben und die Handlungsfreiheit und die Freiheit an sich gerät in Gefahr. Das heißt, ein blindes Vertrauen in staatliche Datensammlung ist sicherlich nicht angezeigt. Es müssen strenge gesetzliche Regularien vor allem für Zugriffsrechte auf Daten bestehen. Denn eine dezentrale Vorhaltung von Daten wird natürlich erst durch die Zugriffsmöglichkeit auf die Daten zu einer Gefahr für die Privatsphäre. Das muss man auch sagen. Gut, dann, Herr Richter, da wir so langsam auch schon, nicht nur langsam, mein Kollege bedeutet mir schon ziemlich am Ende der vereinbarten Zeit angekommen sind, gerne noch eine kurze Abschlussfrage oder ein kurzer Abschlusskomplex, von dem ich leider auch die Antwort schon kenne, aber da sage ich gleich was dazu. Nämlich, Herr Richter, Sie werden hier gefragt, gibt es empfehlenswerte Internettests zur Überprüfung des eigenen Rechners, Hardware, Software auf Datensicherheit, Datenschutz oder auch empfehlenswerte Internettests zur Überprüfung des eigenen Verhaltens bei Nutzung des Internets? Und darüber hinaus haben Sie eine Empfehlung für sichere Provider, E-Mail-Provider? Können Sie dort bestimmte E-Mail-Provider für verschlüsselte Kommunikation empfehlen? Also da würde ich jetzt pauschal auf unsere Seite verweisen im Internet. Da sind in den Praxistipps zu vielen Punkten, sowohl was Datenschutz als auch, Herr Dr. Litter, mögen wir das verzeihen, zu Datensicherheit betrifft, Tipps gegeben. Jetzt Empfehlungen für bestimmte Anbieter von E-Mail-Diensten auszusprechen, da muss ich mich etwas zurückhalten, weil wir als gemeinnützige Einrichtung nicht einzelne Unternehmen empfehlen dürfen. Aber es gibt durchaus, einer ist auch aus Berlin, Anbieter, zwei neue deutsche Anbieter von E-Mail-Diensten, die findet man auch leicht, die wirklich einen deutschen, privatsphäre-sensiblen E-Mail-Dienst anbieten. Das sind kostenpflichtige Dienste, das sind gewerbliche Dienste, aber die legen eben sehr viel Wert auf Privatsphäre. Und wir verweisen auf weitere Initiativen zur Datenschutzaufklärung auf unserer Seite. Und da ist das BSI an erster Linie zu nennen, die sehr viele Tipps geben. Einen Test für das eigene Verhalten, so ist mir noch nicht bekannt. Das wäre mal eine ganz interessante Anregung an die Stiftungsarbeit, so etwas zu entwickeln. Denn das eine ist natürlich, Tipps zum Selbstdatenschutz zu geben, das andere ist, den Selbstdatenschutz auch mal zu testen. Also diese Anregung will ich gerne aufnehmen. Von daher das zum Thema Feedback aus der Bürgerschaft. Das nehme ich gerne mit. Gut, wunderbar. Herr Richter, dann an dieser Stelle von mir und auch von den Teilnehmern herzlichen Dank für die sehr schönen Ausführungen. Ich denke, wir haben gerade einige Themen, die wir auch in den nächsten Tagen hier noch im Seminar behandeln werden, schon sehr ausführlich diskutieren können. Das hat uns auf jeden Fall schon sehr viel weitergeholfen. Wir bleiben mit Ihnen als Kooperationspartner auch weiterhin im Gespräch und wir werden auch innerhalb des Seminarraumes, innerhalb des Seminars, werden wir auch noch den ein oder anderen Dienst, das ein oder andere Programm genauer unter die Lupe nehmen und uns das mal überlegen, was die Vor- und Nachteile der jeweiligen Dienste sein könnten. Also, liebe Teilnehmer, selbstverständlich werden wir hier noch die ein oder andere Empfehlung behandeln und diskutieren, also nicht verzagen, auch wenn verständlicherweise Herr Richter jetzt gerade keinen konkreten Dienst nennen konnte. Herr Richter, Ihnen sehr herzlichen Dank für Ihre Zeit und für die ausführliche Beantwortung Ihrer Fragen und wir freuen uns, wie gesagt, auf die weitere Diskussion mit Ihnen und die Broschüre werden wir den Teilnehmern im Seminarraum zugänglich machen und vielleicht haben wir auch noch das Glück, dass wir ein, zwei von diesen Stickern für die Notebook-Kamera von Ihnen bekommen könnten für die Teilnehmer. Das wäre auch noch eine schöne Ergänzung. Herr Richter, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen und auch den Teilnehmern jetzt noch einen ganz herzlichen Abend. Sie sehen, auch im Chat kommt gerade das Feedback. Der viele Dank, der gehört Ihnen.
Den Applaus, wie gesagt, müssen Sie sich denken, aber ich bin mir ganz sicher, er ist vorhanden. Vielen Dank, Herr Richter.